Der chinesische Konzern Huawei ist 2019 auf bestem Weg, der größte Smartphone-Produzent der Welt zu werden. Okay, also nur Samsung ist noch vor ihm. Gleichzeitig beteiligt sich der Tech-Gigant in vielen Ländern am Ausbau der 5G-Netze. Etliche Milliarden, die Deutschland? Nehmen wir mal ein Beispiel dran. Deals sind bereits in der Tasche. Der Preis der Produkte und die hauseigene 5G-Technologie gelten als unschlagbar. Dem Unternehmen geht es besser denn je. Bis President Trump signed an executive order on Wednesday declaring a state of emergency. It does not name specific companies or countries, but it does appear to target China's telecom giant Huawei. Huawei is something that's very dangerous. Chinesische Tech-Konzerne würden ein immenses Sicherheitsrisiko für die USA darstellen. Deshalb müssten sie gebannt werden. Huawei darf auf neuen Smartphones keine Google-Apps mehr nutzen. Außerdem darf der Konzern sich nicht mehr am amerikanischen Telekommunikationsnetz beteiligen. Die Rede ist von Staatsspionage und potenziellen Cyberangriffen der chinesischen Regierung durch Huawei-Technologie. Die USA üben quasi überall auf der Welt Druck aus, um sicherzugehen, dass der Konzern auch nirgendwo anders mehr Fuß fassen kann. Die schweren Anschuldigungen stehen im Raum, Huawei plötzlich im Überlebensmodus mit dem Rücken zur Wand. Es geht um den wachsenden Einfluss eines undurchsichtigen Regimes, um eine politische Machtdemonstration globaler Tragweite und um einen sich anbahnenden technologischen kalten Krieg. Das wird auch der dritte Weltkrieg werden. Ich sag euch das, so wie es ist. Es wird nicht mehr mit Toten zu rechnen sein oder mit zerbombten Städten, sondern wirklich mit einer Wirtschaft, die am Boden ist, mit hungernden Menschen. Klar, die werden zwangsläufig auch sterben, aber das wird passieren. Das wird der dritte Weltkrieg werden. Eine ganze Nation auszurotten, weil die nichts mehr machen können wirtschaftlich. Das wird passieren. Sag ich euch so, wie es ist. Aber ist das Intro laut. Der Konflikt zwischen den USA und China ist nicht neu, sondern reicht viele Jahrzehnte zurück. In dem Streit geht es um die Führungsrolle in der Weltpolitik und der Weltwirtschaft. Nach Ende des Kalten Krieges gingen die USA vorerst als unangefochtene globale Führungsmacht hervor. Und plötzlich kommt China, ne? Plötzlich kommt China und wächst wie verrückt. Und Russland, auf, muss man auch mal dazu erwähnen. Setzt jetzt in diesem Jahrzehnt so einen Überholvorgang an. Erstmal wirtschaftlich gegenüber den USA, dann auch zum Teil technologisch. Das ist Professor Dr. Sebastian Heilmann. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Politik und Wirtschaft Chinas an der Universität Trier. Er ist einer der profiliertesten China-Forscher Europas. Wir haben also jetzt gegenwärtig eine Situation, wo das wirklich aufeinander trifft und beide Führungsmächte, die diesen Anspruch haben, auch nicht bereit sind, einfach nachzugeben. Vor allem, man muss sich ja mal vorstellen, ich bin jetzt kein Hate-USA- oder China-Gegner. Ne? Ich finde beide Länder geil. Nach China würde ich jetzt nicht so reisen, weil es ist einfach nicht meine Welt. Ne? Da sind viele Sachen erlaubt, die schwierig sind. Ja, wie zum Beispiel, dass sie einfach alles essen, was irgendwie vier Beine hat oder zwei, ist ja kackegal. Aber China an sich ist schön. Ne? Lass jetzt mal auch die Politik raus. Aber ich finde, die USA wird immer hoch in den Himmel gelobt mit Menschenrechten etc. pp. Da werden Leute auf offener Straße erschossen von Polizisten, obwohl da überhaupt nichts passiert ist, weil die ganze USA einfach krank geworden ist, was das angeht. Es gibt noch Hinrichtungen. Dürfen immer noch keine Homosexuellen heiraten, ja, aber drücken immer alle auf China gegen Menschenrechtsverletzungen. Was macht die USA denn? Die macht doch nichts anderes, meiner Meinung nach. Ne? Guantanamo Bay, diese ganzen Beispiele, ich finde, USA ist kein Unterschied zu einem kommunistischen Land. Klar, es ist ein demokratisches Land, die USA, aber es macht für mich keinen Unterschied, weil die Vorwürfe, die quasi die westliche Welt immer gegen China und Russland knallt, verursachen sie selber, ne? Klar, China und Russland provozieren manchmal ein bisschen, die USA provoziert aber auch manchmal ein bisschen. Ne? Beste Beispiel, Irakkrieg war die größte Provokation überhaupt, weil es total unnötig war und unbegründet. Bei uns ist Huawei vor allem für seine günstigen und leistungsstarken Smartphones bekannt. Der chinesische Konzern ist allerdings auch weltweit führend bei der Entwicklung von 5G-Technologie. 5G ist die Zukunft des mobilen Internets und wird zum Beispiel für Smart Cities, autonomes Fahren und andere Internet of Things Anwendungen benötigt. Huawei produziert alles, was man dafür braucht, qualitativ hochwertig und zu günstigen Preisen.
Und das wurde dann unheimlich, ne, weil die immer mehr Patente anmeldeten, ja, für 5G und dann auch für 6G, jetzt schon sogar für die nächste Generation. Und diese Innovationshochburg Huawei, ne, die wurde sozusagen dann angegriffen, ganz gezielt durch die amerikanischen Maßnahmen. Es geht los mit einer Executive Order von Trump im Mai 2019. Und ich sag euch zu 100%, ich bin kein Pro-Russe oder kein Pro-Chinese. Ohne Witz, ne? Jedes Land hat so seine Leichen im Keller, ne? Was Menschenrechte angeht. Die USA genauso wie China und Russland, alles gut. Sollen ihr Ding machen, kann man sich drüber aufregen. Ich reg mich da auch drüber auf, aber alles cool. Trotzdem bin ich der Meinung, dass China, vielleicht führen sie Spionage durch, vielleicht auch nicht, aber ich glaube nicht, dass Trump oder die US-Regierung das deswegen macht, sondern einfach nur, weil die nicht wollen, dass China die nächste Weltmacht wird. Wisst ihr, was ich meine? Es geht nur um Geld. Es geht nicht um Politik, um Ausspionieren oder was auch immer. Es geht einfach darum, dass China in ihrem Land bleiben soll und sich nicht vervielfältigen soll. Nicht so, was die USA macht, dass sie überall auf der Welt irgendwelche Airbase haben oder Basen haben und dies und das und jenes und überall mit involviert sind. Amerikanische Telekommunikationsnetze sollen von ausländischen Komponenten bereinigt werden. Und ich will nicht wissen, die behaupten ja, dass Huawei von der chinesischen Regierung infiltriert wird und die dadurch Spionage betreiben in anderen Ländern. Ich sag euch eine Sache, als ob die US-Regierung das nicht über Apple mit der NSA macht. 100%, sage ich euch so, wie es ist. Wenn diese vielleicht nicht exakt extra, also immer, aber nur, wenn Auffälligkeiten sind, ne? Dass sie mal so stichpunktartig irgendwelche iPhones rausziehen, die komischen Datenverkehr haben oder so. Ich glaube, 100%ig haben die Zugriff über Apple oder über Google sogar. 100%. Wenn die wollen. Die nationale Sicherheit gefährden. Effektiv ist es ein Bann von Huawei-Technologie in bestehenden und zukünftigen Netzwerken. Gleichzeitig wird Huawei auf eine schwarze Liste gesetzt. Konzerne auf dieser Liste unterliegen strengen Kontrollen. US-Unternehmen dürfen nur noch mit einer speziellen Lizenz mit ihnen zusammenarbeiten. Nach einigem Hin und Her wird klar, dass neue Huawei-Smartphones deshalb künftig nicht mehr mit Android- und Google-Diensten wie dem Play Store, Google Maps oder YouTube ausgestattet sein dürfen. Intel und andere Tech-Unternehmen kündigen ebenfalls an, sich dem Bann zu beugen. Was willst du sonst machen? Aber es ging noch weiter. 2020 werden wichtige Zulieferer von Huawei in die Mangel genommen. Chip-Produzenten, die US-Software nutzen, dürfen fortan ebenfalls nur mit einer US-Lizenz mit dem chinesischen Konzern zusammenarbeiten. Das betrifft auch Taiwan Semiconductor Manufacturing. Der taiwanesische Konzern ist nach Intel und Samsung der drittgrößte Chip-Hersteller der Welt. Derartige Chips sind essentiell für die Produktion von Smartphones und anderen Geräten. Das Unternehmen hat lange die Produktion der Chips für Huawei-Produkte übernommen. Diese wichtige Zusammenarbeit beendet die USA mit der Erweiterung des Banns. Das taiwanesische Unternehmen kündigt an, nicht mehr für Huawei zu produzieren. Ein riesiger Rückschlag für den chinesischen Konzern. Aber das war's immer noch nicht. Die USA fahren ein weiteres Geschütz auf. Ihren globalen politischen Einfluss. Noch Anfang 2020 wollte Großbritannien Huawei maßgeblich am 5G-Ausbau im eigenen Land beteiligen. Nur wenige Monate später folgt eine 180-Grad-Kehrtwende. From the end of this year, telecoms operators must not buy any 5G equipment from Huawei. And once the telecom security bill is passed, it will be illegal for them to do so. Seit Beginn. Aber wurde das jemals bewiesen, dass die chinesische Regierung da in Huawei-Technologie irgendwie da was mitmacht und da irgendwelche andere Länder ausspioniert? Als ob man das nicht auch so schon kann. Als ob man dafür extra irgendwie. Ach, das ist Bullshit. Dieses Jahres darf auch in Großbritannien kein weiteres 5G-Equipment mehr von Huawei bestellt werden. Bis 2027 müssen sogar alle bestehenden Huawei-Teile im britischen Netz ersetzt werden. Da sind wirklich amerikanische Delegationen mit Geheimdienstbeteiligung, mit Regierungsbeteiligung durch Europa etwa, aber auch durch Australien, Neuseeland und so weiter, UK gezogen und haben Druck gemacht wirklich. Ne, haben gesagt, ihr müsst. So, bin jetzt mal raus, muss mich mal fertig machen, hab gleich Dienst bis die Tage. Lukas, mach's gut. Schönen Dienst. Hast du heute Dienst oder was? Bist du heute im Hotel oder wie? Dann kommen wir vielleicht mal nach dem Einkaufen kurz rum. Ne? Dann mach dich mal fertig. Und vielleicht bis gleich. Müsst Huawei raushalten, sonst seid ihr nicht mehr vertrauenswürdig. Nur mal kurz auf den Kaffee. So.
Trump soll Boris Johnson in einem Telefonat sogar Verrat vorgeworfen haben, bevor dieser letztlich umschwenkte. We convinced many countries, and I did this myself for the most part, not to use Huawei. Because we think it's an unsafe security risk. Ach, Sie denken? It's a big security risk. Alles klar, Donald. Im Dezember 2019 stattet die US-Delegation auch Deutschland einen Besuch ab. Angereist sind Trumps stellvertretender Sicherheitsberater, einige FBI-Vertreter und der sogenannte Special Assistant Cyber. Zuvor hatte die USA Berlin bereits mehrfach gedroht, keine vertraulichen Informationen mehr mit Deutschland zu teilen, sollte Huawei am deutschen 5G-Netz beteiligt werden. Bei ihrem Besuch beteuerten die Amerikaner, sie hätten stichhaltige Beweise dafür, dass die chinesische Regierung und Huawei zusammenarbeiten. Dann verstehe ich auch nicht, warum sich die deutsche Regierung das dann nicht zeigen lässt. Warum lassen die sich das nicht zeigen? Hier, wo sind die Beweise, die ihr habt? Würden. In einigen Bauteilen seien definitiv Hintertüren eingebaut worden. Ach, die sind überall zugänglich. Was ist wirklich an diesen Anschuldigungen dran? Die deutsche Seite hielt die angeblichen Beweise der US-Delegation Ende 2019 zumindest für haltlos. Oh, auch viele Sicherheitsexperten bezweifeln, dass es direkte Hintertüren in Huawei-Geräten gibt. Und selbst wenn... Nichts deutet darauf hin, als ob du in so Masken irgendwelche Hintertüren, wenn du irgendwas hacken willst oder ausspionieren willst, kannst du es auch so, wenn das Internet Zugang hat. Als ob du da irgendwelche Hintertürchen brauchst. Das ist doch Schwachsinn. Dass der Konzern aktiv bei staatlicher Spionage helfe. Doch darum geht es in der Debatte rund um den Huawei-Bann auch längst nicht mehr. Vielmehr geht es um eine grundsätzliche politische Frage. Kann man einem Unternehmen aus einem Einparteienstaat beim Ausbau der eigenen digitalen Infrastruktur vertrauen? Das Problem ist, wenn bei denen die Staatssicherheit anklopft, dann müssen die Tür aufmachen. Diese Sicherheitsbedenken würde ich grundsätzlich sehr ernst nehmen, aber die Schwäche der amerikanischen Argumentation ist, dass sie bisher zu wenig Evidenz auf den Tisch gelegt haben. Und das ist halt wichtig. Deutschland, ne, hat sich dem Druck der USA vorerst nicht gebeugt. Huawei darf sich hierzulande voraussichtlich unter strengen Auflagen am Ausbau des 5G-Netzes beteiligen. Das finde ich gut. Das finde ich geil. Trotz all der Sanktionen war der Konzern 2020 kurzzeitig der größte Smartphone-Hersteller der Welt. Das lag allerdings nur am heimischen Markt. Huaweis Umsätze sind im vergangenen Jahr in jedem Land, außer in China, gesunken. Immer wieder beteuert der Konzern, die Anschuldigungen der USA seien politisch motiviert und haltlos. Mittlerweile spricht Huawei von einem Kampf ums Überleben. Ja, ist auch, Ende ist 2020 auch so. Hat der Konzern seine Smartphone-Tochterfirma Honor verkauft, nur um sich über Wasser zu halten. Die Marktanteile sowohl im 5G- als auch im Smartphone-Bereich werden dieses Jahr... Aber wenn China das machen würde mit Apple oder Blizzard, stell mal vor, die würden alles verbieten, was von amerikanischem Festland aus kommen würde. Jede Technologie, jeder Service, alles. Was meinst du, was die US-Regierung für einen Stress machen würde? Wisst ihr, was ich meine? Vermutlich noch weiter absacken. Mach das. Sowas kannst du ruhig entscheiden, wenn du stichhaltige, feste Beweise hast und dann geh vor das Bundesgerichtshof oder gegen irgendein Gericht, was sich damit auseinandersetzt oder keine Ahnung was. Aber so, wenn du keine Beweise hast, dann halt doch einfach dein Maul. Boah, ich finde das so schlimm. Es wirkt so, als wäre Huawei erfolgreich eingestampft worden. Ja. Ob der chinesische Konzern es schafft, sich mit einem eigenen Betriebssystem und eigenen Chips zu behaupten, bleibt abzuwarten. Werden in die schaffen, Schwellen- ja. und Entwicklungsländern stehen dem Konzern weiterhin alle Türen offen. Ja. Der allgemeine Kampf um die Führungsrolle in der Weltwirtschaft hat noch keinen Gewinner. Die USA haben es jedenfalls geschafft, Verbündete auf der ganzen Welt gegen chinesische Tech-Giganten zu Ist wie der Irakkrieg, ne? Wie viele den Irakkrieg zugestimmt haben, weil sie auch mitgedacht haben, es gibt da biologische oder chemische Kampfwaffen. Ne? Hat es auch nie gegeben, weil irgend so ein deutscher Whistleblower gelogen hat und die US-Regierung angelogen hat. Ne? Weil er nur Kohle haben wollte. Okay. Deswegen fangen wir einen Krieg an. Einen. Bestimmt Ob dasselbe. Es eindeutige Beweise gibt, scheint dabei eine untergeordnete Rolle zu spielen. Ausschlaggebend ist das Misstrauen gegenüber dem chinesischen Regime. Bisher deutet alles darauf hin, dass Biden einen ähnlich harten China-Kurs fahren wird wie Trump. Die Folgen dieses fortlaufenden Handelskrieges werden vermutlich auch bei uns zu spüren sein. Was wir momentan sehen, und das ist eine sehr ernste Entwicklung, die aber aus meiner Sicht nicht mehr aufzuhalten ist, ist die Entwicklung von zwei getrennten Technosphären, nennen wir das. Ja? Also dass es eine Amerika-geführte Technosphäre gibt
und eine China-zentrierte Technosphäre, die bisher noch kleiner ist, aber sich vor allem in den Entwicklungs- und Schwellenländern sehr schnell entwickelt. Ja. Und diese Spaltung, ne, erinnert natürlich auch an sowas wie einen Kalten Krieg jetzt im Technologiebereich, weil im Grunde künstlich kommen. Diese Sphären auseinandergehalten werden durch politische Vorgaben, durch Regulierung, ja, durch Exportkontrollen. Das würde bedeuten, dass vieles teurer werden würde, dass man nicht unbedingt die technologisch besten, aber dafür die sichersten Lösungen kriegen würde. Die Zerstörung Sicher von ist Huawei immer so eine Sache, im Westen, ne? bildet hier vermutlich nur den Anfang. Cheers. Es ist sowas von krank, ne? Ich sag euch 100%, sage ich euch eine Sache. Der dritte Weltkrieg wird im Internet ausgetragen und wird Wirtschaften und Firmen und Länder zerstören von innen heraus. Es wird keine Toten mehr geben, es wird keine Bomben mehr geben, es wird keine Panzer mehr an irgendwelchen Grenzen oder auf irgendwelche Straßen geben, sondern es wird wirklich dazu führen, dass Länder nach und nach kaputt gemacht werden.